GBR3 gibt es viele Geschichten. Fakt ist, dass das Flugzeug niemals manntragend gebaut wurde und lediglich einer Studie eines italienischen Designers entspringt. Horst Streicher hat mit seinem Unternehmen STO vor circa 6 Jahren sich dieser Skizze angenommen und gemeinsam mit seinen Mitarbeitern die erste GBR3 gebaut. Als Vorlage diente damals lediglich die Seitenansicht der besagten Studie. Da es keine Draufsicht oder gar eine Flächengeometrie der R3 gab, musste das Modell von Grund auf vom Team um Horst Streicher neu entwickelt werden. Dafür kam neueste CAD- und CNC-Technik zum Einsatz. Entstanden ist ein Rennflugzeug der Spitzenklasse, das heute von vielen Modellbauern als Vorlage genutzt wird. Die Räder in den Radschuhen der GBR3 sind übrigens voll gefedert und dämpfen so das Aufsetzen beim Landeanflug. Spannweite und Gesamtlänge betragen jeweils 3 Meter. Betankt bringt der Tiefdecker lediglich 19,5 Kilogramm auf die Waage. Angetrieben wird die GBR3 durch einen 250 Kubikzentimeter Sternmotor aus dem Hause Moki. Der Propeller, eine Sonderanfertigung aus CFK in der Größe 36x22, stammt ebenfalls aus dem Hause STO. Mit der GBR3 hat Horst Streicher mit seinem Team bereits vor 6 Jahren einen Mythos zum Leben erweckt, der das Publikum auf Flugveranstaltungen durch Sound, Design und nicht zuletzt durch überragende Flugleistungen begeistert. Den Bausatz der GBR3 gibt es bei Airworld Modellbau zu bestellen.